Moin und herzlich willkommen zurück zu Hardcore Kerbal. Ja, zurück zu unserer Probe und all den Problemen, die wir so hatten. Ich hatte ja gedacht, ich habe alle Bugs gefixt. Habe ich nicht. Ich habe dann festgestellt, und jetzt kommt der coole Teil, ich habe vorher Safe installiert. Ich wollte das Ding hier dann andocken und dann ging alles wieder komplett kaputt und ist auseinander explodiert in alle Richtungen weggeflogen. Ich habe jetzt ein bisschen rumexperimentiert, weil ich hatte so meine Vermutung und nach sage und schreibe 2,5 Stunden Tüfteln habe ich rausgefunden, dass es wahrscheinlich das Hull Camera VDS Mod war. Wahrscheinlich. Ich habe das jetzt mal runtergeschmissen. Ich habe einen Probelauf gemacht, bevor ich mit Safe das Safe Game wieder restored habe. Ich konnte das hier dann zumindest andocken und das war vorher die Ursache des Problems. Also sobald ich das geandockt habe, hat es nicht geandockt, sondern das Ding hier wieder aus dem Universum rauskatapultiert. Ihr kennt den Bug ja vom Livestream. Und ich habe dann, wie gesagt, ein bisschen rumprobiert und es hat sich rausgestellt, sobald ich das Hull Camera VDS Mod rausnehme, scheint es zu funktionieren. Also zumindest der Undock. So, jetzt wollen wir natürlich das Ding auch noch andocken. Hahaha. und dafür müssen wir mal zur Station rüber. Das hat jetzt leider einen kleinen Nebeneffekt gehabt, dass ich Hullcam VDS runtergeschmissen habe. Und zwar ist dadurch die Sun Probe, also ihr erinnert euch, vor Ewigkeiten habe ich mal eine nicht mehr steuerbare Probe in Richtung Sonne geschickt. Die habe ich dadurch verloren. Well, nobody cares, aber das Chaos ist auch weg. Da das aber verbuggt wie die Hölle war, ist es halt so. Es saß ja auch kein Kerbal mehr drin. Das heißt, das Chaos und die Sun Probe sind weg, weil da waren noch Hull-Camera-Teile dran gebaut. Und jetzt frage ich mich gerade, warum mein Kerbal Engineer... Achso, ich habe keinen Kerbal Engineer dran. Ja, warum mein Kerbal Engineer nicht funktioniert ist, ich habe keinen Kerbal Engineer dran. Alles wird gut. Jetzt habe ich natürlich das Ding hier weggeklickt. Set-Target. So, wir schweben da jetzt mal schnell rüber. Zeitraffer, all the things. Und jetzt kommen wir natürlich auch direkt ins Dunkle. Ich liebe mein Leben. So, und docken natürlich in kompletter Dunkelheit, weil wir die coolen Typen sind. An dieser Station an. Da unten ist aber irgendwo ein Docking-Port. Ich docke jetzt erstmal hier, weil ich will, bevor ich mich vorne ran docke, das Fuel sauber umpumpen. Und bevor ich die Kontrolle verliere, machen wir das mal einmal... erstmal raus, weil dann kann ich vorne mit dem kleinen Probe-Core alleine fliegen. Das macht Dinge doch unheimlich viel einfacher. Ja. Erstmal langsam machen. So, wir müssen aber trotzdem mal nebenbei gucken. Nicht, dass wir unser gesamtes Monopropellant für irgendwelche Bespaßungsaktionen raushauen. So. So, die Richtung. So, ja, es ist fürchterlich spät mittlerweile. Ich hoffe, ich schaffe mit meiner grandiosen Superleitung den Upload noch, bevor es morgen früh um 10 ist. Falls es nicht mehr rechtzeitig klappt, dann verzeiht mir bitte, aber es war zu unser allerbesten, denn ich wollte euch nicht schon wieder ein halb kaputtes Spiel aufnehmen. Und... um das zu verhindern, musste ich jetzt einfach erstmal ein bisschen rumprobieren und dadurch ist es leider sehr, sehr spät geworden. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube, es ist nicht völlig unsmart, die Dinger hier mal kurz reinzunehmen. Bevor da mein kleiner Undock-Torpedo zwischenschlägt. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt habe ich natürlich keine Hull-Camera, also auch keine Docking-Port-Camera. Da. Um von hier aus zu gucken. Wenn jemand von euch ein cooles Docking-Port-Cam-Mod kennt, das er mir mal gerne empfehlen möchte, dann könnt ihr das jetzt hiermit tun. Ansonsten auch noch Public Service Announcement unter den Kerbal Modding Mittwoch folgen. Gebt immer einen Link jetzt zu einem Formular, einem Google-Formular. Da könnt ihr gerne auch anonym Vorschläge machen für Mods, die ich mir angucken soll oder die ich mal vorstellen soll. Also wenn ihr da was habt und ihr wollt das gerne mal, also wenn ihr einen Mod habt, das noch nicht im Modding-Mittwoch war, guckt da bitte einmal in die Playlist rein, nicht, dass ich es schon mal vorgestellt habe. Oder ein Mod, was ich schon mal vorgestellt habe, das sich aber gravierend total geil, super, mega mäßig geändert hat. Dann postet mir das mal rein, da ist kurz Mod, einfach wie das heißt, wo ich das finde und eine kurze Beschreibung, warum das Mod denn so besonders toll ist. Und wenn ihr mir das liefern könnt, kann ich gerne eure Mods, die ihr gut findet, auch mal vorstellen im Modding-Mittwoch. Und wenn ihr das wollt und mir das reinschreibt, wer das geschrieben hat, dann kann ich natürlich auch lobend erwähnen, von wem ich das bekommen habe. So, die letzten 30 Meter. Jetzt gucken wir mal, dass wir das hier ordentlich machen.
Ist nicht ganz symmetrisch, der Kasten, ne? Nein? Ja? Ja? Minimal? Ja. So, 0,3 Meter pro Sekunde sollte ja eigentlich 1A reichen fürs Andocken. Ah, ich glaube, wir müssen das noch mal kurz vorher nachkorrigieren, aber im Groben und Ganzen schon mal gar nicht so schlecht. Ja, gut. Leichte Rotation ist ja immer, ne? So, 15 Meter schon's noch. Dann hauen wir hier noch mal die Handbremse rein vorher. Zack. Und korrigieren noch mal ein bisschen die Richtung für die... für den Anflug, den wir hier gerade machen. So, na, das sieht doch perfekt aus. Schauen wir mal, ob es perfekt bleibt. So, ich hoffe, das ist halbwegs zu sehen. Wir haben ja zumindest den hellen Hintergrund jetzt der Galaxie hier gerade vor uns. Kann man das zumindest ein bisschen erkennen. Schade, wollte ich eigentlich durch die Dockingport-Kamera machen, wenn es dunkel gewesen wäre, aber da die Dockingport-Kamera Bestandteil von Hullcam ist, naja, ihr wisst ja, ne? Erstmal runter. Ja, schade eigentlich. Fand ich ein echt cooles Mod. Zugegebenermaßen habe ich es echt selten genutzt, außer für die Dockingport-Cams. Und wenn Dockingport-Cams für mich das Hauptfeature ist, dann wäre die Überlegung wert, wenn das Mod tatsächlich der Problemverursacher ist. Und das werden wir jetzt gleich sehen. Nämlich, wenn das Andocken klappt und die Dockingports greifen, statt sich zu weigern. Dann war es das Problem. Wenn nicht, dann halt nicht. Der Winkel wird zunehmend ekelhaft. Aber vielleicht reicht es trotzdem. Schauen wir mal. Naja, vielleicht mit viel gutem Willen. Ah, aber jetzt zieht er an. Sehr schön, cool. Docking-Manöver hat geklappt, auch unter erschwerten Bedingungen. So, und jetzt pumpen wir als allererstes mal den Treibstoff rüber. Treibstoff war da hinten drin. Sehr schön. Hier ist voll. Gut. Und hier ist nicht voll. Dann machen wir das mal ein bisschen voller. So, ist jetzt natürlich der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. So. Tschüss, tschüss, Debris. Und wir fahren jetzt mal bis in die Helligkeit rüber, hätte ich gesagt. Was ist denn das da vorne? Sieht das auch? Ach, das sind die Solarpanels, ne? So, wir fahren jetzt mal ins Helle rüber, also bis die Sonne kommt, weil ich möchte gerne das Hauptdocking-Manöver, ehrlich gesagt, so, nicht in der Dunkelheit machen. So, jetzt lasst mich mal überlegen. Ich glaube, als erstes docken wir mal den Ben ab und bringen den auf ein bisschen Abstand, damit der sich nicht verletzt unterwegs. Das müsste theoretisch so funktionieren. So. Und wenn jetzt alles gut ist, kann der Ben jetzt mit seinem RCS langsam wegfliegen. Ach, jetzt bleibt der Kram da dran, ne? Das muss nochmal ein Engineer ran, glaube ich. Ist ja jetzt doof. Da muss ein Ingenieur nochmal höher und das Ding hier abschrauben. Das habe ich natürlich nicht bedacht. Das hätte ich abschalten sollen. Gut, aber der Ben ist ja jetzt erstmal befreit von seiner Aufgabe. So, jetzt gucken wir nochmal nach dem Ding hier. Das ist auch immer noch steuerbar, richtig? Richtig, denn wir haben ein Probe Core dran. Das ist gut. So, jetzt verbraucht das aber auch keine Dings mehr. Wir haben eine Antenne, alles ist gut. Wir haben Strom. Ja, können wir eventuell... Wir machen mal Control from hier. Zack. Jetzt probiere ich uns einfach mal per RCS nach hinten zu ziehen. Ob es uns da rauszieht, aber nicht so wirklich. Schade, also das Ding ist nicht statisch. Das hängt tatsächlich fest. Ja, da muss dann ein Engineer ran. Hilft alles nichts. Hilft alles nichts. Gut, aber wir bringen jetzt erstmal den Ben nach Hause. Der gute Ben hat seine Mission erfüllt. Nee, das ist nicht der gute Ben. Das ist der gute Ben. Ich wollte gerade sagen, so, hey, was ist denn hier los? Keine Kontrolle? Ben, was tust du da? Aber alles ist gut. So, Ben. Es geht nach Hause für dich. Wir wollen erstmal noch nicht stagen. Wir wollen erstmal den Rückkehr-Engine aktivieren und
dich auf eine Bahn bringen, wo du wieder nach Hause kommst. So, das sollte okayisch sein. Guti, und dann müssen wir eigentlich nur noch warten. Schießen wir das jetzt ins Raumschiff rein? Ja. Machen wir vielleicht lieber mal so. Ne? Sonst. Ihr wisst schon, was sonst passiert wäre. Ich kenne ja mein Glück. So, Ben. Und den Kram hier können wir jetzt eigentlich auch schon mal fertig machen. Wir machen das wie immer in unserem bewährten Modus. Zack, zack, close und scharf machen. Und dann würde ich sagen, zeitraffern wir den guten Jungen mal in Richtung Atmosphäre. Während da oben sich langsam aber sicher der Space Truck entfernt. So. Und dann würde ich sagen, das hier mache ich jetzt mal für euch in einen kurzen 10 Sekunden Hüpfer. Keine Musik, kein harter Schnitt, aber einen 10 Sekunden Hüpfer mit wie Ben durch die Atmosphäre scheppert. Und dann sehen wir uns gleich im Spaceport wieder. So, der Ben ist wieder in einem Stück zurück und ich überlege jetzt, bevor wir bauen, gucken wir mal einmal kurz, ob oben alles mit dem Space Truck okay ist und dann gucken wir einmal kurz in die Contracts rein, was uns da so geboten wird. Also, der Space Truck. Der Space Truck ist noch da. Das ist gut. Er hat eine Verbindung. Sehr schön. Das heißt, ja, wir können die Panels auch erstmal noch drin lassen, glaube ich. Das ist okay. Und der spannende Teil ist jetzt quasi, jetzt bauen wir hier vorne den Aufsatz für, also ich nenne es jetzt mal die Kommandobrücke. Also ich würde hier vorne so ein kleines Stück Raumschiff noch draufsetzen wollen, was uns so eine Art Notfall-Evakuierung ermöglicht, also ein bisschen Vorräte fassen kann, ein bisschen Lebenserhaltung und eben Kerbals und steuern kann, also quasi ein Cockpit. Und das Landemodul für unterwegs bauen wir dann hinten, glaube ich, an die Schlepper-Docking-Ports ran, dass man das einfach mitziehen kann. Ja, oder bauen wir da Tanks hin? Ah, ich weiß es noch nicht. Dann werde ich mal sehen. Jetzt gucken wir hier erstmal rein. Also, wir haben ja ein bisschen Minmus-Sachen eingesammelt. Haben wir noch was Lustiges, Minmusiges? Im Moment nicht, ne? Ne. Im Moment nicht. Okay. Gut. Wo fangen wir an? Wie steuern wir den Vogel? Ich glaube, wir nehmen eine Dreierkapsel, das ist auf jeden Fall gut. So, das ist dann das Space Truck Cockpit. So, ich bin übrigens immer noch für Namensvorschläge zu haben, was die Space Truck Nummer angeht. Wir müssen nicht beim Space Truck bleiben, das ist momentan so meine wilde Arbeitshypothese, aber ich nehme da gerne Input von euch weiterhin entgegen. So, diesmal packen wir aber so einen blöden Container hier drunter, denn den wollte ich eigentlich letztes Mal schon haben, aber also damit wir Ausrüstung mitnehmen können. Aber das ging ja da von der Größe her nicht sinnvoll. So, und dann können wir hier nämlich mal ein bisschen was mitnehmen zum Basteln. Oh, die stacken, sehr schön. Da gibt es bestimmt auch einen smarteren Weg als die irgendwie. Kann man irgendwie plus. Naja, nee, schade. Naja, ich nehme einfach mal 10 Stück mit. Trari, trara, tralalala. So. Ich nehme auf jeden Fall auch 2 Ersatz-Solarpanels mit, falls mal irgendwas ist unterwegs. Dann können wir die nämlich auch austauschen. Ein bisschen Licht schadet nicht, dass wir auch das austauschen können. Oh, nehmen wir mal 4 Stück mit.
Und eine Fuel Cell als Ersatz ist wahrscheinlich auch nicht schlecht. So, jetzt gucken wir mal bei den Eva-Items. Was haben wir denn mittlerweile schon? Werkzeug. Wir brauchen auf jeden Fall Werkzeug. Ganz klar. Ja, das kann man nicht stacken, okay. Eva-Fuel-Kanister für zusätzliches Eva-Propellant. Ach kommt, wir nehmen mal einen mit. Oder zwei. Ja, nehmen wir zwei mit. So. Portable Light Kit. Solar Panel Power Coupling Stations were built in the Great. Also quasi Lichtmach-Ding. Habe ich noch nie mitgenommen? Keine Ahnung. Bier getan. Anleitung. Ja, wir nehmen sicherheitshalber einen KISS-User-Guide mit. Kann man immer mal brauchen. So. Erste Stage. Was mich jetzt ein bisschen nervt, innerlich schon wieder, ist, dass wir natürlich. Das nicht haben. Haben wir ein schönes strukturelles Teil, um das da dazwischen zu bringen? Hätten das da, ne? Nehmen wir das? Nehmen wir das nicht? Ach, wir nehmen das einfach. Zack, zack. Zack. So. Und da kommt dann hinten dran. Zack, zack. Ja. Sehr schön. So, das ist quasi unsere Steuerungseinheit. Und damit das alles auch noch einen Sinn ergibt, warum ich das so mache, kommen hier dann die. Monopropellant-Tanks ran. So. Und die versenken wir jetzt einfach wieder innen drin. Einfach nur, weil wir es können. Zap. Dann nerven die optisch nicht so, weil ich habe einfach noch nicht diese runden Eva-Tanks, also die man hier so reinhängen kann. Achso, und wir wollten noch. Essen einbauen. So, wir wollen nämlich, dass das Ding auf jeden Fall einen eigenen Life-Support hat, der am Anfang gesperrt ist. Und jetzt überlege ich gerade noch. Ja, wir brauchen auf jeden Fall auch Solarpanels an dem Ding. Da das aber nur eine kleine Einheit ist und es ja quasi dann darum geht, nur zu überleben, nehmen wir kleine Solarpanels. 1x6er, ja, hat das sowas Orion-Kapselmäßiges, das ist cool. So. Zack. Was hatten wir die auf Licht oder auf Gear? Ich glaube auf Gear. Ich pack sie mal auf Gear mit drauf. Toggle Panels. So. Mit O und ohne H. Damit hätten wir unsere Cockpitstufe, die wir nach oben bringen wollen. Und mit 10 Tonnen ist die auch noch relativ okay. Ja, jetzt gucken wir mal, dass wir da noch ein Klampodron dran klampen und eine Rakete drunter bauen, um das Ganze nach oben zu fliegen. Dafür gibt es als allererstes mal wieder. Wir fangen gar nicht erst mit so kleinen Raketen an. Das lohnt sich ja alles nicht. Brauchen wir ja nur zig Anläufe und das wissen wir schon, dass das nicht funktioniert. Ich sollte langsam mal ein Subassembly draus machen, ne? Fällt mir eigentlich was ein. Ich sollte nicht nur erzählen, dass ich da mal ein Subassembly draus machen sollte, ich mache mir jetzt einfach ein Subassembly. Wie hieß denn das Ding? Space Truck hatten wir es genannt, ganz einfach, ne? Das hat eigentlich ein gutes Trägerraketen-Assembly unten drunter. Das hat auch einwandfrei funktioniert, ne? So. Und zwar ab hier so. So, Subassemblies. So, ja. Subassembly Drop Zone. Wie nennen wir das denn? Träger 01. Fertig. So, kannst du hier wieder ran. Und wir können, ja, don't save, musst du nicht. Das neue hieß Space Truck Cockpit. So. Wo ist er? Da ist er. So, dann müssen wir hier nämlich jetzt nur noch einen Adapteur ranbauen. Zack. Und wir müssen unser Subassembly nehmen.
Und das da einmal ranzimmern. Und siehe da, 5400 Delta V haut, glaube ich, noch nicht so ganz hin. Da machen wir nochmal eine Zwischenstufe rein, aber das ist ja... Im Prinzip reichen aber auch 5400 Delta V. Ganz ehrlich, ich will ja damit nicht zum Mond fliegen oder so. Orbit, ja. Ach, wenn ich kein Mist baue, reichen auch 5400. So, Rakete steht. Das machen wir noch ein bisschen fest, glaube ich. Das wird sonst ein bisschen arg wackelig. Oh, und jetzt fällt mir gerade noch was auf. Wartet, kommen wir gleich zu. Kaut wahrscheinlich schon alle nervös an den Nägeln. Ja, ich muss noch RCS Thruster Blocks anbauen. Und ich muss unbedingt noch eine Batterie einbauen. Und ja. So, Thruster Blocks. Fertig. Und eine Batterie. Hallo? So, eine Batterie. Da wird es auch echt Zeit, dass wir langsam mal die großen Batterien bekommen, weil diese kleinen Mistviecher hier sind echt nervig. 400. 1000. Immerhin. So. 1000 Strom rettet uns eine Weile und auch das Ding machen wir zu. Das sind hier unten. Also hier oben sind quasi, ich würde das jetzt mal nennen, unsere Reservesysteme. Da möchte ich eigentlich wirklich nur Sachen haben. Der Ever-Rucksack. Das ist cool. Den habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Den müssten wir hier nämlich reinpacken können. Das ist ein Expanded Eva-Rucksack. Mit dem können wir natürlich länger unterwegs sein, weil da mehr Essen und so weiter drin ist. Da packen wir mal ruhig ein paar von ein. Für die lange Tour. Hahaha. So. Fetzt das? Das fetzt. Gut. Wir haben noch ein bisschen Platz. Eigentlich ist es eine Verschwendung, da nicht irgendwas mitzunehmen, ne? Das wiegt aber auch alles. Es wiegt auch alles. Sprengstoff nehmen wir mal lieber nicht mit. So, wir haben Dings. Wir brauchen Struts. Um zu strutten, brauchen wir auch noch Struts. Davon nehmen wir ein paar mit. Also, dann ist der Platz aber auch alle. 1, 2, 3, 4, 5. 5 deswegen, weil wir haben ja 10 von denen und die brauchen wir auf beiden Seiten. Ich habe auch noch nie eine davon im Weltall angebaut, also ich bin da echt sehr gespannt. So, und jetzt kommt der spannende Part. Was nehmen wir noch Sinnvolles mit? Oder vielleicht auch nicht so Sinnvolles? Gitarre? Fallschirme? Science-Kram? Wir könnten davon einen Engineer anbauen. Wir könnten eine Ersatzfunkantenne mitnehmen. Für später mal. Welches ist denn die große? 60 Gigometer. Passt die da rein? Schade, die ist zu groß. Na gut, das wäre jetzt auch zu einfach gewesen. Wie weit reicht die da? 50 Megameter. Unbefriedigend. Generell unbefriedigend. Na gut. Na gut. You win this time. So, was hatten wir denn am Space Truck oben schon alles dran? Wir hatten schon ein Labor mit dran. Wir hatten das mit dran. Ja. Sieht alles gut aus. So, jetzt lasst mich nochmal alles durchgehen. Ich habe keinen Bock, es zu verbocken. Licht. Wir wollten Licht. Vor allen Dingen wollten wir Licht. So. Zack. Und einmal nach hinten. Licht. So, jetzt können wir in alle Richtungen Licht machen. Wir haben das Zeugs mit, wir haben das Zeugs mit. Wir haben eigentlich an alles gedacht. Da ich aber ein tendenziell vergesslicher Mensch bin und wir tendenziell auch schon eine ganz gute Länge haben für diese Folge, mache ich jetzt vor dem Start hier einfach mal den Cut und wir bleiben jetzt hier. Und nächste Folge starten wir dann mit der Crew nach oben. Da könnt ihr euch dann nochmal äußern, ob ich irgendwas vergessen habe in den Kommentaren. Und ich brauche einen Piloten, einen Ingenieur und einen Wissenschaftler von euch, die die Initialcrew für unseren Space Truck werden. Also wer sich freiwillig meldet, diese wunderschöne, formschöne Rakete hier ins Weltall zu starten und am Space Truck als Cockpit anzudocken. Und dann natürlich, wir werden Extended Eva Work machen. Also wir werden hier zwischen und dem Space Truck quasi Struts anbauen und sowas. Also ziemlich viel Eva wahrscheinlich nächstes Mal nach dem Andocken, wenn uns nicht wieder irgendwelche Bugs dazwischen kommen. Das heißt, wer darauf Bock hat als Engineer, Scientist und oder Pilot,
dabei zu sein. Sagt Bescheid. Wenn ich keinen Scientist kriege, nehme ich einen zweiten Engineer mit. Also meldet euch ruhig mit mehreren Engineers. In diesem Sinne, bis nächste Woche zur nächsten Folge von Hardcore Kerbal oder im Livestream, falls Hardcore Kerbal doch noch gewinnt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und denkt dran, heute Abend ist EM-Eröffnungsspiel und lasst es euch gut gehen. Bis dann. Tschüss.